Wer kommt eigentlich an mein Geld, wenn mir was zustößt? Unverhofft kommt oft. Und das wissen wir alle, spätestens nach dem Jahr 2020. Deswegen ist jetzt ein guter Moment, um sich mal Gedanken darüber zu machen, was eigentlich ist, wenn ich durch Unfall oder vielleicht eine Krankheit nicht mehr selbst entscheiden kann. Denn Angehörige sind im Notfall nicht automatisch berechtigt, sich um Vermögen und Finanzen eines Familienmitglieds zu kümmern. Banken bieten zur Absicherung die Konto-Depot-Vollmacht-Vorsorgevollmacht. Ja, die heißt tatsächlich so. Und mit der wird eine Person bestimmt, die im Ernstfall tätig werden darf. Diese Bankvollmacht ist nicht mit der allgemeinen Vorsorgevollmacht zu verwechseln und sie ist auch keine Generalvollmacht, sondern gilt über den Tod hinaus nur für Bankgeschäfte. Zum Beispiel zum Geld abheben, überweisen oder um bestehende Kredite in Anspruch zu nehmen. Wenn das Vertrauen zum Bevollmächtigten nicht mehr so wirklich da ist, kann man die Vollmacht jederzeit bei der Bank widerrufen.